Haben Sie denn hier zu viele? Oh ja, geh mal 10 Kilometer in die Richtung, den Berg hoch, da noch entlang und hier noch entlang und dann kriegst du vielleicht eins. Alter, ich sehe halt hier 3. Ihr verarscht mich doch gerade, oder? Wollt ihr mich alle ficken? Verdammtes Spiel, ey. Jetzt wenn ich wenigstens mal Bogenschützen-Dinger hätte, dann müsste ich so ein Lager wahrscheinlich ausrotten, aber Alter, schaut dir an, wie viele von den Pennern da unten sind. Wahrscheinlich, wenn ich es upgraden würde, würde ich wahrscheinlich die halbe Umgebung sehen. Sehr geil, wie so ein Minenbergbauer bin ich gerade. Alter, also alles ist offen. Da ist wieder so eine Statue. Sag mal, die Statuen zeigen noch in zig verschiedene Richtungen, kann das sein? Kann mir doch keiner erzählen, dass die alle irgendwie... Oder zeigen die zu den Leuchtdingern? Oder zu wichtigen Orten? Weil das ist doch auch schon wieder eine Schmelzhütte da hinten, oder? Bei mir ist es gerade wie ein Flugzeugabsturz. Alter, was ist das? Ist das die zentrale Schmelzhütte? Zentrale Schmelzhütten machen keinen Sinn, wenn sie unten links an der Ecke sind. Ich hoffe, ich sage, das hat es mir wer gesagt. Aber das hat auch voll der große Platz und alles. Ich muss mal echt die Irrlichtdinger auch noch abgeben. Ich habe so viel Scheiß jetzt gesammelt in den letzten 2-3 Stunden, was wir jetzt im Untergrund rumgegammelt sind. Warte, fliegt da oben was rum? Achso, Jägerdappen. Wie könnte ich mich nur sehen? Man könnte fast meinen, ich leuchte oder so. Erzählst du mir? Willkommen. Eins konnte man hier für so einen Anhänger finden. Ist auch wieder so einer. Aber ist das ein Schmelzhütte oder nicht? Warte mal, müssen wir erstmal was futtern. Ah, geht nicht, schade. Yeah.
Kann es sein, dass sie nicht alle stecken bleiben? Das ist ein Schwebestein, ne? Ja. Scheiße. Ich würde sie gerne abschießen, aber ich komme noch nicht hin. Aber da war nicht mal eine Kiste in der Mitte, fällt mir gerade auf. Warte mal, ist das da drüben aktiviert? Ja. Da ist die Schmelzhütte. Und da ist ja nochmal einer. Ah, die Kiste taucht erst auf, wenn ich alle zerlegt habe. In der Vergangenheit wurde hier große Mengen blablabla, jetzt sind Aluminium ziemlich todungslos und verlassen. Geblieben Bauplan Steinplatten, um Bauplan Steinplatten zu bearbeiten, sprich sie einfach mal an. Bauplan Steinplatten? Hä? So, meine letzten. Alter, jetzt fehlen mir halt schon wieder so viele. Ich dachte, das wäre jetzt eine Kiste. Kohldampf wieder. Ständige Durchmarsch. Neuer Agenten hat unsere Bananenreserven bis auf letzte Früchte aufgezehrt. Nichts, aber auch gar nichts vernünftig zu essen. Reinste Einöde ist das hier. Speichern Zutaten von der Oberfläche bereit zu halten. Da, Bananen, Rumkoga. Die große Frage.
War hier jetzt auch so ein Ding in der Nähe? Weil das ist nicht alles nur hell wegen... Da oben ist es. Ach so, da draußen ist ein Moped, Alter, oder was das ist. Auf jeden Fall irgendein Gelump. Hoch. Gintariose Wurzel. Huiuiui. Gut, dass wir die gefunden haben. Jetzt haben wir dann den nächsten Ding freigeschalten. Alter, da geht's halt noch weiter hinter. Ihr verarscht mich doch, oder? Geht's halt noch weiter hinter. Aber diese Statuen zeigen zu den Gegenden hinten, wo man was finden kann, ne? Aber es hört hier halt ja auch nicht auf. Alter, wie viele sind denn hier? Was ist das da eigentlich? Achso, Abgrund von High, von der Ebene von Hyrule. Okay, mir sollen ja diese Statue folgen. War die hier? Wir schauen uns jetzt erst einmal das mit der Statue an. Und dann gehen wir wieder in die Oberwelt. Nein, wir sollten jetzt endlich mal losgehen und das andere Ding machen. Damit wir uns unsere 400 Sonau-Dinger eintauschen können. Gegen Batterie Power. War jetzt hier die Statue? Da. Nein! Eintauschen! Jetzt! Da. Sonst werde ich das nie machen. Ich habe jetzt so oft das hier unten brauchen können und habe es nie gemacht, Alter. Ich habe immer nur merksam so, oh, jetzt haben wir 200, machen wir es dann. Oh, jetzt haben wir 300. Jetzt sollten wir es dann bald machen. Oh, jetzt haben wir 400. Naja, 30 könnten wir schon noch machen. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das erhöht sich jetzt nicht. Weil das wäre schon arschig. Ja, das möchte ich. Ja, bitte. Warte, die 400 Dinger machen ja nur 4 Streifen. Wow, und ich dachte, ich bekomme eine komplette Batterie dafür. Ich meine, das macht schon Sinn, aber... Oh Mann. Aber jetzt folgt mal diesen Statuen zu diesem Zentralding, damit wir mal die anderen Zentraldinger da aktivieren können.
Aber was ich gern wissen würde, was die darstellen sollen. Weil die haben nur irgendwie voll die Ähnlichkeit von diesen... Drüben ist auch schon wieder eins, Alter. Nein, ich folge jetzt den Dingern. Mir egal. Wow, da ist ja gleich mal so ein Drecksvieh. Golems. Ah, jetzt habe ich natürlich keine mehr. Wow, ist direkt davor halt. Riskiere ich es da jetzt irgendwo hinzufliegen? Wobei, ich habe ja auch keine Raketen. Na ja, dann lassen wir es. Drüben eigentlich. Hä? Ist das so ein Schickerbanden-Ding? Ah, tatsächlich. Das schaut verlassen aus. Ich fühle mich aber auch irgendwie nicht in die Nähe von irgendwelchen Dingern, ne, die ich aktivieren kann. Da ist noch eins. Da ist wieder eins. Zeitenhain. Hä? Soll das der Zeitenhain sein? Okay, der will, dass ich da entlang gehe.
Wenn das Licht ein bisschen mehr wäre, wäre geil. Oh mein Gott, da sind überall welche. Ist da nicht schon wieder so ein Jägerspasti? Wow. Als ob du nicht schon wieder so ein Jäger bist, ey. Penner sind halt auch überall. Wo ist die Maki-Wurzel? Das verbindet es jetzt, oder? Ja, geil. Ist ja bloß gut, wenn ich wüsste, wo die Statuen weitergehen. Warte mal, ist das zufällig das Zentralding? Da ist eine Statue. Achso, die haben sich jetzt alle wieder zurückbewegt. Ja, da ist es. Verzieh dich, dämlicher Baum. Verlassene Zentralmine. Sehr gut. Stehen da nicht lauter vor diesen Spiegerspastis rum? Soll das? Lass das in Ruhe, komm lieber her und sieh dir diese seltsame Statue an. Bist du nicht ein Jäger? Ah, geil, da können wir uns importen. Das ist länger erfolgreich. Es bewegt sich. Übertragung die Bauautomatik. Ich wähle dies für Forschung im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Ah. Bauautomatik. Hier werden aufgeführte Ultrahand-Bauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut werden. Träum ich oder ist das gerade wirklich passiert? So echt die Macht der Götter erhalten, vor dem die Text die Rede ist? Ich glaube, es wäre toll, wenn du uns so einmal demonstrieren könntest. Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Oh. Im Prozess ist dein Rad abgefallen. Was auf dem quadratischen Protest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug im runden Protest zu reparieren?
Bombenprotest probieren. Das abgefallene Rad ist wieder dran. Zeig, was die Macht der Götter kann. Ja, ich hab das Rad nicht schon hingemacht. Ich sehe ich einfach doppelt. Und es war auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Also was in den Texten steht. Die Macht, unfassbar. Meister. Ah, es gibt sie wirklich. Der Typ schon bitte. Gute Arbeit, ihr beiden. Und du, der Schwertkämpfer, du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du. Ich hatte geschworen, mich zu rächen, aber diese Zelda und an meinem allergrößten Feind, diese Zelda, an dir, Link. Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber, wir sind durch das Schicksal verbunden. Mein Name und der Zitterer erneut. Ich bin der Meister der Jäger. Der Starke, auch immer noch der Mächtige, für alle Zeiten Unübertreffliche. Koga. Anführer der Jäger. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nachdem wir gesucht haben. Die Uhr hat den Text aufgestöbert, in dem wir, was darüber steht. Zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt. Wir rackern uns hier ab, um unser Zeug in ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen ohne Mühe, das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein, seiner Großartigkeit, nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du sie zu stehlen? Nachdem es jetzt so weit gekommen ist, bleibt nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was mir zusteht. Mach dich bereit. Ups. Ich weiß ja nicht, was er gerade macht, aber. Warte mal, kann ich nicht seine Sachen einfach nehmen? Nee. Boah.
Okay, dann halt doch die Bombe. Ey, das ist voll arschig jetzt gewesen. Oh, was soll denn jetzt? Hä? Alter, bist du nervig. Warte mal, schießt du jetzt Raketen? Boah. Eieiei. Wenn man keine Pfeile dabei hat, ist man echt am Arsch, Mann. Impertinenter Wicht, was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal, der Klügere gibt nach. Diese eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise mal durchgehen. Sperr die spitzen Lauscher auf, denn ich habe dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. So langsam los zu verlassen der Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Ich an deiner Seite ist an der Großartigkeit, diese Welt ihren Ende zu geführen. Bevor du es mir zu folgen, vergiss es. Kogas finstere Pläne. Episoden. Enormer Sohn, Energiekristall. Alter, geil. Link? Danke, dass du den Eindring vertrieben hast. Ich habe heimlich eure Unterhaltung belauscht.
Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Bei der Verarbeitung von Rohstoffen floriert dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Den Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu gelangen. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erstmal in Richtung dieses Licht dort loslaufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen. Sprich diesen Zweck bitte einmal mit deinem Artgenossen da drüben. Eindringlich vertrieben hast. Ich verstecke mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut. Meine Verfügung, lass mich dir als erstes die Bauplansteinplatte überreichen. Bauplansteinplatte? Beispiel, ein Fahrzeug, das so noch nachgebaut werden kann. Ah, Flugzeug. Im Baumarkt mal ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst. Okay, cool. Ich anführe, den du noch nie zuvor gebaut hast. Treiben des Eindringlings. Okay. Warum habe ich das nicht schon? Oh ja. Dann ist doch voll dunkel. Alter, wenn man es einmal komplett leer macht, muss ich es halt bis zum letzten wieder auffüllen. Dann geben die einen auf jeden Fall Dinge. Diese Steinplatten. Aber was hat die Magierstatue denn gemacht? Verlassene Gerudo-Mine. Ach, deswegen war das so eine große Arena hier. Weil der Spasti hier nochmal angreift. Angelstädtmine. Na gut, aber jetzt können wir ja dann eigentlich nochmal die 100 Dinger ausgeben. Und dann glaube ich, werde ich mal Schluss machen. Ja, denke ich mal, das wäre das Gescheitste. Alter, 2 Stunden im Untergrund, wir müssen dann echt mal wieder was oben machen. Und wir müssen Pfeile sammeln. Ich glaube, ich muss dann mal, ich werde dann mal irgendwo nachschauen, wo es eine Guide gibt, wo man am besten am meisten Pfeile sammeln kann. Ohne, dass man sie kaufen muss. Schon bald das dritte voll. So, jetzt aber, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Jetzt haben wir schon einiges zu... Alter, da hinten ist was Rundes.
Archipel von Westhebra, ist es das da? Jetzt genau, wenn ich in die Richtung schaue. Das ist in einem dunklen Gebiet. Bestimmt eines der Sachen, die ich rausfinden muss. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ey. So, jetzt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und servus.